In dieser Folge sprechen wir darüber, wie du wieder in jedem Moment voller Lebendigkeit bist. Und nein, es geht nicht einmal darum, dass du zwanghaft versuchst, glücklich und voller Liebe erfüllt zu sein, weil das ist ein automatischer Nebeneffekt davon, dass wir durchgehend bewusst leben. Und genau darum geht es auch. Das ist das Zauberwort Bewusstsein, Bewusstheit. Je mehr wir Bewusstheit wieder einbauen in unser Leben, desto mehr erkennen wir, was in uns los ist und was gelebt werden möchte. Schau dir mal Kinder an, sind die durchgehend glücklich? Nicht ganz, die meiste Zeit schon. Aber selbst wenn sie traurig oder wütend sind, haben sie eine tiefe Verbindung zu sich drinnen, weil sie es nicht ablehnen. Nur das Problem ist, wir haben gelernt, dass wir unsere Emotionen ablehnen müssen, weil sie falsch sind. Hey, hör auf, traurig zu sein oder das ist ja nicht so schlimm oder hör auf, wütend zu sein, benimm dich. Und dadurch haben wir ein Selbstbild kreiert, der Ablehnung, der Selbstablehnung. Und genau deshalb haben wir auch oft diese Schwierigkeiten, diese Probleme. Es gibt so ein Sprichwort, was eigentlich perfekt beschreibt, worum es hier auf der Welt geht in unserem Prozess. Wir kommen auf die Welt, wir sind in der unbewussten Vollkommenheit. Das heißt, als Kinder, wir leben einfach, wir funktionieren, wir sind nicht wirklich sehr bewusst, aber wir sind in der Vollkommenheit. Ja? Und es geht von der unbewussten Vollkommenheit hin zur unbewussten Unvollkommenheit. Dieser Prozess beginnt dann meistens schon, ja, wenn wir ein paar Jahre alt sind und unser Verstand dazukommt und wir sagen, hey, das gehört mir, das ist meins. Und geschieht immer mehr diese Trennung. Wir kommen immer mehr in den Verstand. Also es dauert dann schon noch ein paar Jahre mehr. So wirklich erwachsen sind wir noch nicht mit 5, 6 Jahren, aber wir kommen da schon mehr in diesen Prozess hinein. Und dieser Prozess, der geht oft lange, beziehungsweise manche Menschen tragen diesen Prozess bis zu ihrem Lebensende mit sich herum. Also das in der unbewussten Unvollkommenheit leben. Und dann, wenn man bewusster wird, dann geht es von der unbewussten Unvollkommenheit hin zur bewussten Unvollkommenheit. Da befinden sich ja auch viele Menschen auf diesem Weg, dass man einfach erkennt, okay, ich bin einfach in gewissen Themen noch nicht da, wo ich sein möchte. Da sind gewisse innere Prozesse im Gange, aber ich werde mir dessen schon bewusst. Und ich schaue mir einfach an, was da in mir los ist, welche Verträge ich auf unbewusster Ebene mit anderen schließe, die mir in meinem Sein nicht dienlich sind. Also die Außenwelt ist ja immer nur ein Spiegel unseres inneren Seins. Die Außenwelt hat ja nie daran Schuld oder die Verantwortung, wie es uns innerlich geht. Und dessen werden wir uns immer mehr bewusst. Also das heißt, wir kommen immer mehr in die bewusste Unvollkommenheit hinein. Und dadurch und von diesem Prozess geht es von der bewussten Unvollkommenheit, geht es dann hin zur bewussten Vollkommenheit. Und hier bitte nicht verwechseln mit zwanghaft positivem Denken. Es gibt nämlich so viele Menschen, das beobachte ich immer wieder. Die stehen auf und zwingen sich quasi in gewisse positiv Denkensätze hinein. Und also ich rede das hier überhaupt nicht schlecht. Glaub mir, tu das. Das ist wichtig sogar. Nur jetzt sage ich auf der einen Seite, tu es nicht und auf der anderen Seite, tu es. So, was ist jetzt richtig? In allererster Linie geht es darum, was spürst du in dir? Wenn nämlich in dir 10 Stimmen sind, die dir sagen möchten, hey, mir geht's gerade dreckig, mir geht's beschissen oder ich bin wütend, ich bin traurig. Und man unterdrückt es und spielt und überspielt es mit irgendwelchem Positivdenkenzeug, dann beginnst du einen Krieg mit dir selbst, ja, den du nie gewinnen kannst, weil die Sachen kommen dann nach und nach wie ein Vulkan. Also ist eigentlich das beste Symbol, ein Vulkan staut sich auch auf und irgendwann bricht er aus. Und in Wirklichkeit sind viele Menschen dann einfach so ein Vulkan, der immer wieder ausbricht. So, das heißt, in erster Linie geht es darum, was ist in mir, was möchte hier gelebt werden. Und dann geht es aber auch darum, das voller Bewusstheit zu leben. Weil was ist das Problem bei Wut und bei Trauer, also eigentlich eher bei Wut sogar? Wir werden oft blind vor Wut. Und wenn wir blind vor Wut sind, dann passiert Folgendes, dann geschehen oft Dinge, die nicht so schön sind, für andere auch. Und dann denken wir uns, oh mein Gott, das kann aber nur passieren, wenn wir ständig unbewusst sind. Wenn wir in der bewussten Wut sind, dann können wir die Wut gewinnbringend einsetzen für uns, sodass sie nicht anderen schadet. Das geht aber nur dann, wenn ich mir dessen bewusst bin. Wut gehört einfach zum Leben dazu. Es ist etwas völlig Normales, etwas völlig Menschliches. Und dann kann ich es gewinnbringend einsetzen. Und dann passiert es auch nicht, dass es von einem Moment auf den nächsten hochkommt, wie eine Explosion, wie ein Vulkan. Und man ist wie in einem Rausch und man ist blind vor Wut. Und ich kenne das ja. Ich war früher ein extrem wütender, misstrauischer Mensch. Ich habe ja Menschen verachtet, verurteilt. Also ich war ziemlich bösartig früher. Und deshalb kenne ich das auch so gut. Was nämlich bei den meisten Menschen als nächstes passiert, sie spüren die Wut, sie leben sie aus, meistens unbewusst, und dann schaltet sich wieder der analytische Verstand ein und sagt,
Nein, warum verhältst du dich so? Warum kannst du nicht einfach glücklich sein? Warum musst du wütend sein? Warum musst du schon wieder traurig sein? Also diese Menschen führen einen Krieg gegen sich selbst und sie sind nie wirklich lebendig in ihrem Moment. Und das ist ja das Interessante. Sobald wir die Dinge voller Bewusstheit ausleben, verschwinden diese Emotionen wie Wut und wie Trauer langfristig komplett. Die werden immer weniger. Und selbst dann, wenn man sie auslebt, lebt man sie auf einer ganz anderen bewussten Ebene aus. Und das Spannende ist, das führt automatisch zu mehr Bewusstheit, zu mehr Lebendigkeit, zu mehr Liebe, zu mehr grundloser Liebe, zu mehr grundloser Dankbarkeit. Weil es zu erzwingen, das funktioniert eben nicht. Und glaub mir, das Leben, das wird immer mehr zu einem durchgehenden Trip. Und das ist auch kein Scherz mit diesem Trip, ja? Dein Leben kann wirklich zu einem fast durchgehenden Trip werden. Also so, als wärst du auf Drogen oder Alkohol. Das geht aber nur dann, wenn der Schritt 1 erledigt wurde, dass du dir deiner Emotionen bewusst wirst und sie nicht unterdrückst. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Dieser Schritt scheint für den Verstand im ersten Moment langweilig, weil er sich's nicht vorstellen kann. Er kann damit nichts anfangen. Wenn du aber in diesen Moment hineinkommst, verschwindet das, weil du gelangst auf eine andere Ebene. Ich bringe jetzt einfach ein Beispiel, also man kann ja auch im Sitzen meditieren und so weiter und da in diese Zustände hineinkommen, aber ich bringe jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, damit du siehst, wie man quasi Meditation noch anwenden kann. Was ich persönlich gerne mache, dass ich auf dem Laufband gehe und wirklich mit geschlossenen Augen und mich dann mit beiden Händen halt anhalte, damit ich einfach die Balance habe. Und das Praktische ist, ich muss auf nichts aufpassen, ne? Das heißt, ich gehe und ich bin mit vollem Fokus beim Gehen und beim Atmen. Also es existiert nichts anderes. Und natürlich, wenn du jetzt aber unbewusst Emotionen hast, die irgendwo ausgelebt werden möchten, dann tust du dir vielleicht ein bisschen schwerer. Wenn du den ersten Schritt, wie gesagt, beachtet hast, dann tust du dir leichter, in diesen Moment einzutauchen. Jetzt bist du mit vollem Fokus beim Atmen, bei jedem Schritt. Und natürlich ab und zu kommen Gedanken, dein Verstand will dich wieder ablenken, ganz normal. Vielleicht sagt er dir auch, hey, das ist langweilig. Aber du holst dich immer wieder mit deinem Bewusstsein zurück ins Jetzt. So, und dann, es kann sein, dass das einige Minuten geht, es kann sein, dass nach 20 Minuten ist, aber dann auf einmal entstehen Momente, und das ist jetzt einfach meine persönliche Erfahrung, die ich damit dir teile. Das habe ich nicht nur beim Laufband, das habe ich jetzt bei vielen anderen Sachen auch, aber da jetzt speziell. Dann auf einmal passiert es, dass ich mich komplett auflöse. Auf einmal löst sich dieses Ich auf einmal verschmelze ich mit diesem Moment, auf einmal bin ich nur noch der Atem und das Gehen, und durch die geschlossenen Augen spüre ich ja nur noch, was ich tue. Und ich bin aber nicht mehr der Mensch, ich bin der Prozess. In dem Moment kommen plötzlich so starke Energien hoch, dass ich einen richtigen Lachanfall bekomme. Also aus grundloser Lebensfreude heraus. Das ist nicht, weil ich es erzwinge, sondern einfach, weil aus dem Nichts heraus diese unglaubliche Energie entsteht. Man spürt wirklich, wow, es gibt nichts mehr anderes mehr. Man ist jetzt vollkommen im Jetzt, und das ist eine Lebendigkeit, man kann es einfach nicht beschreiben. Der Verstand kann es ja auch nicht greifen, weil der Verstand möchte es sich jetzt sofort vorstellen, aber der Verstand kann sich das nicht vorstellen. Das sind Dinge, die muss man selber erfahren. Und je mehr man diese Erfahrungen macht, und es braucht halt ein bisschen Bereitschaft, es braucht keine Willenskraft, weil Willenskraft kostet Energie. Die Bereitschaft, Bewusstheitstraining zu machen, die kostet keine Energie, die bringt sogar Energie. Aber der Verstand, das Ego wehrt sich halt ständig und schickt dir Gedanken. Es ist ein ständiger kleiner, ich würde nicht sagen Kampf, weil es jetzt nichts unbedingt Negatives. Es ist etwas, ja, du bist schon so ein bisschen, als würdest du mit einem Freund so ein bisschen catchen, ja. Also nicht wie im richtigen Krieg, sondern als hättest du einen Kumpel, weil du solltest ja deinen Verstand auch als deinen Kumpel sehen. Weil wenn du das nicht tust, dann führst du einen richtigen Krieg gegen ihn, und dann, glaub mir, dann tust du dir selber keinen Gefallen. Also, als bist du dein Kumpel, der ständig mit dir so ein bisschen kämpfen möchte, so ein wenig, und der möchte dir sagen, hey, ich bin der Herr oder die Herrin im Haus. Haben wir auch lange so konditioniert. Deshalb möchte der Verstand nicht gleich aufgeben, weil er hat uns ja viel Arbeit abgenommen über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und deshalb braucht es dann manchmal gewisse Momente. Und manche Menschen brauchen vielleicht viel länger oder schaffen es vielleicht beim ersten Mal gar nicht. Und das ist aber der Punkt. Wenn du dran bleibst, du trainierst immer mehr und mehr dein Bewusstsein. Wenn du dich jetzt, sagen wir, innerhalb von einer halben Stunde 100 Mal dabei erwischt, wie du abschweifst in andere Gedanken und dich wieder zurückholst, hast du 100 Mal diesen Muskel trainiert. Je öfter du das machst, desto größer werden diese Lücken zwischen zwei Gedanken. Und je größer die Lücke wird zwischen zwei Gedanken, die von deinem Verstand automatisch kommen, desto mehr entsteht Bewusstheit in dir. Und ich beschreibe das deshalb so gerne im Detail. Ich kenne das nämlich so
gut, wenn man es nicht schafft, frei von diesen Gedanken zu werden. Es ist wirklich, es fühlt sich dann ja auch an wie so ein Kampf gegen sich selbst, weil man sich ja dann auch oft zwingen möchte, komplett gedankenfrei zu werden. Aber das ist ja das nächste Verstandeskonzept, mit dem wir einfach nicht weiterkommen. Du kannst aber auch jetzt direkt schon sagen, okay, das gehört alles zum Spiel dazu. Ich werde mich zehntausende Male dabei erwischen, wie ich unbewusst werde, und ich werde mich dabei erwischen und bewusst werden. Und das ist okay, das gehört zum Spiel. Und allein durch diese innere Haltung kommt schon wieder mehr Lebendigkeit in alles hinein, sogar in dieses Gedankenspiel, dass du dich erwischt. Und irgendwann entsteht von selbst dieser Moment, und da wirst du dich einfach überraschen lassen, okay? Es wird passieren, dass auf einmal keine Gedanken mehr kommen und es zieht dich so richtig hinein in die Tätigkeit, was du gerade tust. Und womöglich, vielleicht lebst du ja deine Berufung, dann passiert es dir da immer öfter. Aber das Interessante ist, es passiert auch bei den normalsten Dingen, wo du gar nicht daran denkst, dass dich das in den Flow bringen könnte. Weil seien wir mal ehrlich, wie lebenswert wäre dein Leben, wenn du diesen Flow-Zustand, den du vielleicht ab und zu hast, wenn du deine Berufung lebst oder Sport machst oder irgendwelche andere Dinge. Stell dir vor, du könntest diesen Flow-Zustand, diese Energie in einem zehnfachen Level fast durchgehend haben, bei fast jeder Tätigkeit, die du machst. Würde denn das dein Leben nicht noch viel lebenswerter machen? Und jetzt ist die Frage, worum geht es denn überhaupt in unserem Leben? Es geht darum, dass wir lebendig sind. Natürlich, in das innere Ziel haben wir oft, wir wollen glücklich sein, wir wollen in Liebe sein, wir wollen in Frieden sein, wir wollen, dass es uns gut geht. Nur der Grundansatz ist die volle Bewusstheit und dieser führt automatisch zu Liebe, Glückseligkeit, Frieden, Harmonie. Nicht, dass wir vom Verstand her mit Willenskraft entscheiden, wir wollen Liebe, Glückseligkeit, Harmonie, weil das ist ein Verstandeskonzept, das bringt uns nicht dorthin. Und dann wollen wir es nämlich kontrollieren, aus der Gier heraus. Und das funktioniert eben schon gar nicht, weil Liebe, Glückseligkeit kann nicht aus der Gier heraus entstehen. Das entsteht spontan, von selbst. Grundlos. Je bewusster du durch dein Leben gehst, desto mehr verändert sich deine Körperchemie von selber und du wirst immer mehr Momente des grundlosen Glücks, der Zufriedenheit, der Liebe empfinden und dadurch ziehst du natürlich automatisch noch viel mehr Fülle automatisch in dein Leben. Und dann natürlich, wenn du in diesem Bewusstseinszustand bist, dann reicht nur eine ganz kleine Absicht. Du kannst natürlich schon auch mit deiner bewussten Haltung Dankbarkeit, Frieden, Glückseligkeit, Liebe, Freude empfinden. Aber der Punkt ist der, du brauchst nur noch eine ganz minimale Absicht. Du denkst nur ein ganz klein bisschen daran und du bist sofort in dieser Energie. Und was nämlich viele Menschen versuchen, sie stehen auf, ihre ganzen alten Muster sind eigentlich aktiv und sie zwingen sich in die Glückseligkeit, in die Freude und sie affirmieren eine halbe Stunde lang und es bringt sogar tatsächlich kurzfristig was. Sie sind danach für ein paar Minuten oder vielleicht sogar Stunden in einer anderen Energie, aber das ist dann oft nur von kurzer Dauer, weil unter ihrem Teppich sich der ganze Schmutz angesammelt hat und der kommt eben wieder hoch, ja, wie so ein Vulkanausbruch. Und wenn du da noch mehr in die Tiefe gehen möchtest, auch du in deinem Sein weiterkommen willst, in deiner Bewusstheit, dann komm gerne in meine Ausbildung als Bewusstseinscoach. Weil du genau das dort lernst. Du lernst dort viele verschiedene Methoden, Techniken, wie du noch mehr Zugang zu dir selber bekommst, um diesen inneren Frieden, diese Glückseligkeit, diese Liebe zu kreieren und dann natürlich ein Leben in absoluter Fülle von innen nach außen. Es gibt nämlich viele Ego-Verträge und Identifikationen, denen du dir womöglich alleine nicht so schnell auf die Schliche kommst. Also das heißt nicht, dass du es gar nicht hinbekommen wirst, aber es dauert meistens um vieles länger. Das ist halt so, als würde man sich selber die Haare schneiden wollen. Hinten am Kopf ist dann irgendwie schwierig, da kommt man nicht so wirklich hin. Also bis auf ganz gut, wenn man jemanden hat, der einen begleitet, dass man da so wirklich gut nach vorne gehen kann. Du findest in der Beschreibung einen Link, wo du dir einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch buchen kannst. Du findest da auch noch weitere Informationen zu der Ausbildung selbst. Und hey, vielleicht lernen wir uns bald persönlich kennen. Ich würde mich sehr freuen. Das war's zu dieser Folge. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe.